Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Wir machen uns direkt auf den Weg zu den neuen Gestaden. Auf geht's. Jo. So, wir haben 120 Einheiten Essen von 130, die wir maximal haben könnten. 119 Liter Wasser von maximal 130. Ansonsten haben wir ein bisschen Holz, das ist ganz ordentlich, 103, wow. 11 Lehm, ja, da müssen wir dran, 62. So schnell Glas. Ja, und von Stahl bzw. Eisen und Stoff oder so, oder was das sein soll. Moment, Leinwand, ah, da haben wir nichts. Da müssen wir noch Baumwollfelder oder sowas in der Richtung entdecken. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Baumwolle sein soll. Bewege ich mich halbwegs in die richtige Richtung? Könnte man so sagen. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen in Richtung Steuerbord gehen, so ganz leicht. Und so ein bisschen hier den Vogel austarieren. Ja, das hier mit den Rudern ist ja heftig, denn die sehen ja auch relativ klein aus. Ja, gut, hier ist ja natürlich dann diese Antriebsgeschichte. Das wird einiges wiegen, kann ich mir vorstellen. Aber dass die, selbst wenn man die hier vorne anbringt, eine Neigung nach hinten verursachen, ist irgendwie unlogisch. Ich kann es gerne noch mal ausprobieren. Vielleicht habe ich mich da auch letztens verguckt, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht getan habe. Nee. So, ne? Ein Grad zurück. Wieso zurück, wenn er... Ich meine, wenn der irgendwie das Gewicht sich auswirkt, dann müsste der doch eigentlich eine Neigung nach vorne verursachen. Hä? Also logisch ist das nicht. Warte mal. Augenblick. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich hatte den Eindruck, als wenn er in die andere Richtung geschnellt wäre, also nach oben geschnellt wäre, nachdem ich das abgenommen habe. Seht ihr das? Der ist jetzt nach oben gegangen. Das hätte ich, ist das, was ich eigentlich auch erwarten würde. Wir probieren das mal aus. Antrieb, Ruder. Ja, der geht jetzt auch. Der geht doch eindeutig nach vorne. Jetzt wieder. Ja, und der Vogel ist eigentlich relativ im Gleichgewicht, so wie ich das sehe. Gut, das kann sich ja natürlich jetzt noch ändern, wenn das fertig gebaut ist. So, ja. Entschuldigung. Ganz eigenartig. So, warte mal. Wegetechnisch. Naja, egal, das lasse ich erstmal so. Zur Not kann man die ja noch verschieben. So, gut. Dann sollte sich unser Vogel ein klein wenig schneller bewegen, wenn die zusätzlichen Ruder fertiggestellt sind. Okay. So, wir schauen nochmal. Also nach hinten hängt er nicht durch. Nach vorne auch nicht. Der sieht ganz gut in der Waage aus, so auf dem ersten Blick. Soweit mein Knickauge das hier für mich alles richtig überträgt. Okay, wir steuern mal hier auf dieses neue Gebiet zu. Da waren wir ja schon mal so ein bisschen. Und haben da Sachen gesucht und nicht gefunden. So, soweit kann ich maximal rauszoomen, was ganz gut ist. Soweit kommen wir nach hinten mit der Kamera. Soweit kommen wir nach vorne, was jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ist. Und ich kann maximal soweit reinzoomen.
Und auch mit der im Fotomodus geht da auch nicht viel mehr. Ne? Also so ein wirklich freier Modus, wo man dann die Kamera so hin und her bewegen kann, wie man gerne möchte, ist da nicht vorgesehen. Finde ich ein bisschen schade. Wenn man schon sowas anbietet, was natürlich nett ist von den Entwicklern, ja, dass man das machen kann überhaupt, ne, so ein Fotomodus, dann sollte man das auch konsequent machen und den Leuten dann die Freiheit lassen, irgendwie die Kamera irgendwie frei zu positionieren. Programmtechnisch sollte so etwas, ja, ich nehme mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, nicht allzu schwierig sein. Ist natürlich auch immer die Frage, gibt die Engine das her, ne, und anscheinend vielleicht nicht, oder vielleicht ist es doch irgendwie aufwendiger, das zu machen. Denn, wie gesagt, ich halte mir da ein bisschen raus. Von Sachen, die man nicht so wirklich beherrscht, sollte man sich dann vielleicht doch ein bisschen zurückhalten. Wie sieht's denn hier jetzt mit dem Gewicht aus? Ich sehe da Erz. 25 verbleibend. Kann ich überhaupt schon. Wir nehmen das mal mit. So ist so weit weg. Wir nehmen das mal mit, wenn sie das gerade anbietet. Was wir haben, haben wir. So, weise Arbeit dazu, um von diesem Erzverkommen zu sammeln, wird in. Was ist das hier? Eisen, ganz normal Eisen. Zum Bauen umgewandelt. Gut. Wenn das so ist, ist das so. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da aber auch irgendwie eine entsprechende Produktionsstätte brauchen, um das umzuwandeln. Der Lehm wird ja auch nicht automatisch in Lehmziegel umgewandelt. Und auch hier, ne, Glas entsteht nicht automatisch aus Quarz. Da brauchen wir entsprechende Produktionsstätten für, die wir nicht unbedingt haben. So, Moment. 5. 3 untätig. Dann haben wir immer noch 2 weitere. Dann haben wir noch einen, der untätig ist. Und ja, dann sollte er mal hier mit seinem. Gut, schön hier geblieben. Also die Leute mal ein bisschen Erz schon mal einsammeln. Oh, da geht aber zügig. Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Hier geblieben. Nicht wegfliegen. So, 4 verbleibend. Boah, dann sind wir auch gleich durch. Wo will der mal hin? Okay, die letzten Bröckchen werden dann noch hochgeholt. Das war's mit dem Kaffee. Nee, Auftriebsprobleme habe ich keine. Zumindest noch nicht. Ein Lager müsste auch noch gehen. Ist nicht ganz falsch. Hier sehe. Wo kommt zumindest gerade. Ah, jetzt ist es leer. Okay, jetzt sind sie fertig. Sehr, sehr schön. Ich sehe hier Wasser. Nur so ganz nebenbei bemerkt. Ja, dann nix wie ran. Water. Direkt nachtanken, wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier zu tanken. Es hieß ja, ne, von wegen, ja, hier Wasser und so. Ressourcen sind hier ja nicht so üppig. Von daher nehme ich jetzt hier mit, was ich mitkriegen kann. Wie sieht's denn hier mit Nahrung aus? Existiert da vielleicht auch noch irgendwo ein Dickicht? Dickiche. Sehe ich im Augenblick keine. Oh, was hat da unten? Das könnte Lehm sein. Das könnte tatsächlich Lehm sein. So. Meine Herren, 105. Ja, immerhin haben wir noch 105. Von 130. Aber die 25 Einheiten, die nehme ich mit. Damit wir da wieder auf Maximum kommen. Ich muss schon sagen, also hier unser Königreich, das hat sich schon, das sieht schon ein bisschen anders aus als am Anfang. So klein wenig.
ganz, ganz klein wenig hat sich da was verändert. Und wir brauchen ganz dringend hier Relikte. Wir haben noch zwei und wir brauchen hier noch das ein oder andere, was wir so bauen können. Beispielsweise die Sache da mit der Kohle, das ist sehr interessant. Ja, dass wir dann aus Holz Kohle, also quasi Holzkohle, entsprechend herstellen können. Finde ich nicht verkehrt. Sich schon ganz gut. So, erstmal wieder eine wilde Rotierungsgeschichte hier. Rotierungsgeschichte, was erzähle ich wieder? So, gucken wir uns mal den Vogel so ein bisschen in Ruhe an. In Ruhe, sagt er, und macht hier irgendwelche Hampeleien. Also hier unser Lagerbereich im Wesentlichen. Wobei das jetzt erstmal aus der Not heraus so in der Form, wie es jetzt hier existiert, geboren wurde. Ne, wir haben es ja mitbekommen. Um den Vogel hier im Gleichgewicht zu halten. Hinten wird jetzt gewohnt. Und alles, was damit zu tun hat. Und ja, ansonsten halt ne, Auftrieb, Antrieb, alles Mögliche. Gut, weiter geht's. Ich meine da hinten irgendwo was Interessantes entdeckt zu haben. Falls ich jetzt nicht in die falsche Richtung fliege. Natürlich fliege ich in die falsche Richtung, logisch, wie immer. Da müssten wir hin. Bitte noch einmal drehen, mein Freund. Wir haben hier ein weiteres Königreich, denke ich mal. Und sobald ich das in Erinnerung habe, kennen wir das noch nicht. Wenn das auch ein bisschen Ähnlichkeit hat. Wie steht? Achso, im Wald, okay. Das sind nur andere Bäume, das sind diesmal Tannen oder so. Was seid ihr denn? Oder wer seid ihr? Die Klippenpforte. Während wir über die Hochebenen und Schluchten der Hochlande gleiten, hören wir ein Echo in der Ferne. Oh, Echo. Ein rhythmisches Hämmern in regelmäßigen Abständen. Schmiedeöchörde trapsen. Schnell finden wir den Ursprung. Ein Königreich inmitten der Schluchten. Auffallend am ersten Kontakt ist, wie wenig erstaunt man über uns ist. Und da kommt jede Woche ein Flieger vorbei. Ihr seid jetzt schon, ach ja, der weiß ich wie vielte. Also, ne? Hallo, willkommen. Jo. Zwar können die Einheimischen noch nie ein Königreich der Lüfte gesehen haben. Eben. Doch niemand legt seine Aufgabe nieder, um sich unsere Maschinen anzusehen. Effizienz. Oder wir sind auch nur unterhaltsam. Irgendwas in der Richtung. Bald wird uns klar, dass so harte Arbeit typisch für die Hochlande ist. Offenbar genau wie ihr fehlender Glaube an unsere Prophezeiung. Da werden wir aber hallo, den werden wir aber so ein bisschen den Marsch blasen. Oh, ich sehe ja gerade 130 von 130 haben wir tatsächlich erreicht. Sehr cool. Im Bereich Wasser. Die Hochländer haben schon seit Generationen allein überlebt. Die Rauheit von Boden und Klima hat sie hart gemacht. Indem sie ihnen nur wenig Nahrung bot. Ja, das sehe ich gerade. Wir haben zwar Wasser gefunden, aber bis jetzt nicht einen einzigen Krümel Nahrung. Und so wurden wir kaum empfangen, denn die Arbeit des Tages war noch nicht verrichtet. Aus Tagebücher unserer Reisen von Mulurab. Im zweiten Chronisten. Wir suchen den König der Klippenpforte auf als Mission. Wir suchen den König von Klippenpforte auf, denn wir brauchen ein Bündnis, um das alte Reich wieder zu vereinigen. Doch unsere Audienzgesuche werden verwehrt. Was? Krieg! Seine Berater verkünden, er habe keine Zeit für Bettler. Moment mal. Wenn wir mit dem König reden wollen, müssen wir ein Geschenk mitbringen. Der kann ein Geschenk haben.
einen Schuss vom Bug oder so. Wir hören Gerüchte von einem Stein der Alten, der die Wolken teilen kann. Wolken teilen? Ich habe da gerade ganz andere, naja, egal. Vermutlich ist er nur ein Mythos, doch er inspiriert die Bauern, die verzweifelt auf den raren Boden und ohne Tageshelle ackern. Wieso ohne Tageshelle? Ich meine, es ist doch hell erleuchtet da. Ja, gut, es ist ein bisschen nebelig, gebe ich ja zu. Ach, der Nebel und die Wolken. Ich hatte ja schon gemeckert, ne, so vor ein oder zwei Folgen. Wie gesagt, irgendwie, was ist das hier so wolkig und nebelig? Ist das normal? Nee, ist das eigentlich nicht, oder zumindest also für die Gegend hier ja. Solch eine Spende würde uns wahrscheinlich das Gehör des Königs sichern. Wir müssen die Runen des Tageslichts finden und nach Klippenpforte zurückbringen. Das Kastensystem der Hochlande wurde strengstens umgesetzt. Jeder hatte seinen Platz und eine Aufgabe zu erfüllen. Aus Geschichten unserer Reisen von Hula, dem zweiten Chronisten. Wir werden die Rune des Tageslichts finden. Ja, uns wird nichts anderes übrig bleiben. Technologie, ich glaube nein. Ressourcen, nö. Oder Moment mal. Ich bin hier so laut am Schreien. Wie sieht's denn mit Nahrung aus? Ja, Leute arbeiten hart, bla bla bla. Wir wollen uns Nahrung bei Nahrung handeln. Um Nahrung handeln, so rum. Wir widmen uns anderen Angelegenheiten. Ich guck mal, ob ich hier selber was finde. Ja. Ich gehe nach Haus zurück. Was sagt die Zeit? Ich bin noch drin. Sehr gut. Ich hab vergessen anzuschmeißen. Mein Timer. So. Aber ich habe das einigermaßen im Blick hier. So, erstmal pausieren, dann brauche ich. Okay. Ich keine Fragen mehr. Hier so ungefähr soll das Teil sein. Nun, dann hoffe ich mal, dass wir diesmal bei der Suche etwas mehr, im ersten Anlauf etwas mehr Glück haben, als wir das bei der anderen Geschichte hatten. Immerhin, die Richtung stimmt schon mal. Das ist schön. Das ist schön, dass die Richtung stimmt. Was ist das da hinten? Könnte das schon irgendwas in dieser Richtung sein? Es ist auch gut, dass das Teil jetzt hier nicht so ganz weit entfernt ist. Hoffe ich. Da sehe ich Wald, den wir aktuell nicht benötigen. Übrigens hier von der anderen Fraktion, da die sich jetzt da angeschlossen haben, bekommen wir natürlich auch, ne? Ein Holz pro Tag. Also Hölzer abholzen brauchen wir nicht mehr. Ja, also Wälder zu roden, das bringt es im Augenblick nicht. Wie steht? Das ist eine kleine Siedlung. So viel kann ich schon mal sagen. Das könnte Eisen sein. Da zeichnet sich irgendwie sowas ab. Könnte das eine Ruine oder sowas in der Richtung sein? Da, wie gesagt, eine Siedlung. Kurz mal geguckt. Oha. Oha, oha, oha. Also weitläufig ist das hier schon. Steht. Lehmvorkommen, ja, später. Wir haben erstmal andere Probleme. Wir haben erstmal andere Probleme. Wie sieht es denn hier mit Nahrung aus, bevor ich hier irgendwelche anderen Leute noch dazu gewinnen möchte, sollte oder wie auch immer. Und dazu gewinnen möchten, kann im Augenblick eigentlich gar keine Rede sein. Ich habe gerade mal die, die ich aktuell habe, so einigermaßen versorgt. Von Wohnproblemen und anderen Problemen ganz abgesehen. Das ist eindeutig eine Ruine. Da sollten wir uns mal so ein bisschen auf den Weg machen. Aber ich sehe hier nichts in Richtung Nahrung. Ich sehe hier jede Menge Holz, das wir nicht brauchen. Das könnte Lehm sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Unbekannte Ruine so weit weg. Ja, wir sind auf dem Weg. Also Lehm finden wir überall. Auch mit dem Eisen, das sieht ganz gut aus. Ah,
aber Nahrung ist ein echtes Problem. Nahrung ist ein echtes Problem. So. Uralte Ruine. In einem Tal der Hochlande liegt ein Bauwerk der Alten halb vergraben. Ein strahlender Stein glänzt auf seinem Dach. Eine jede Ruine der längst vergangenen Zeit erfüllt uns mit Demut und Motivation. Aus Tagebücher unserer Reisen von Muluab, dem zweiten Chronisten. Wir erkennen die Zeichen, wir kehren nach Hause zurück. Ich erkenne nämlich auch die Zeichen, vor allem die Zeichen der Zeit. Und würde sagen, Moment, wer war's? Würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werden wir uns hier um die Zeichen der Zeit kümmern. Und diesen leuchtenden Stein oder was auch immer da versuchen hier zu bergen. Um den dann halt dem König zu präsentieren, was immer dann halt auch für uns dabei rumkommen mag. Ich hoffe, möglichst viel. Zumindest ein weiterer Verbündeter wäre schön. Ja. Ich bedanke mich für euer Interesse, für euer Dabeisein. Ich bedanke mich für dein Interesse, für dein Dabeisein. Ganz, 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 ganz lieben, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Und genießt die Zeit.